Willkommen hier im BIT. Wir befinden uns im Schulungsraum vom Berufsintegrationstraining, abgekürzt BIT. Wir unterstützen junge Erwachsene in anspruchsvollen Lebensumständen auf dem Weg in die Berufswelt. Wir bieten eine individuelle und personenzentrierte Förderung, je nach Aufenthaltsziel und Ausgangslage. Eine enge Betreuung macht interessante Arbeiten bei Kunden noch vom ersten Arbeitsplatz möglich. In der internen Produktion die wir gemeinsam mit Teilnehmenden kreative Produkte herstellen, die später im Boxing-Shop verkauft werden. Bei uns ist jeder Teilnehmende Teil vom Team. So essen wir auch miteinander zu Mittag. Dort entsteht Raum für persönliche Gespräche, was wir wichtig finden für eine gesellschaftliche Integration. Der Inhalt kann mit Modulen gewählt werden. Das sind Arbeitstraining, schulische Förderung und Berufswahlcoaching. Unser Angebot ist belastbar und verlässlich. Auch in Krisensituationen. Unser Ziel ist, dass BIT Potenzial entzündet. Ja, ich bin der Kelvin Kunz. Ich arbeite hier im BIT schon seit etwa Mai. Der Grund, wieso ich hier bin, ist, ich hatte ein Lehrerbuch. Und ja, danach bin ich eine Weile daheim allein. Ja, dann habe ich auch gemerkt, dass es nicht so weitergehen kann. Und deshalb bin ich jetzt hier im BIT. Und ich muss schon sagen, endlich mal wieder Arbeit zu haben, ist auch schon wieder mal was Schönes. Wenn man jetzt den ganzen Tag nur daheim liegt, dann ist auch die Laune nicht wirklich so hoch da oben. Und jetzt hier kann ich arbeiten, kann ich mit anderen Leuten interagieren, Ziel erreichen. Und dann ist das schon ein recht großer Unterschied. Auch die Leute hier gefallen mir ziemlich gut. Es sind noch ziemlich nette und ein paar lustige dabei. Mein Ziel ist, dass ich bis zum nächsten Jahr noch eine Lehrstelle finde. Bis dahin mache ich Schnupperlehren. Das Praktikum und so. Wir befinden uns hier im Hinterhof des Greiner Park. Ihr seht im Hintergrund ist die neue Arbeitsstation Brennholzherstellung schon ausgesteckt. Teilnehmende können ihren Power konstruktiv und sinnvoll einsetzen. Fitness und Ausdauer sind gefragt. Der Einsatz und die Effizienz sind gut sichtbar und unterschiedliche Fähigkeiten sind gefragt. Die Station ermöglicht verschiedene Lernfelder in den einzelnen Arbeitsschritten. Das ist zum einen das Holz holen im Wald, Ladungssicherung, Transport daher, dann Verarbeitung vom Brennholz mit Maschinen und von Hand, sowie dann das Aufschichten, das Lagern und das Ausliefern an Kunden. Eine gute Anleitung und das Einhalten von Sicherheitsvorschriften ist uns dabei sehr wichtig. Für die Umsetzung der Brennholzstation mit Infrastruktur brauchen wir ca. 25'000 Franken. Und wir bedanken uns im Voraus schon für jede Unterstützung, die ihr uns gebt. Wir freuen uns, auch euch als Kunden dürfen, ab dem Sommer zu beliefern mit Brennholz.